In der letzten Folge haben wir einen Eid geschworen. Den Eid der Stille haben wir geschworen. Psst. Das darfst du doch nicht sagen, jetzt hast du den Eid gebrochen. Nein, hab ich nicht. Denkst du, das reicht? Ich will mehr hören. Darüber dürfen wir nicht reden. Richtig, wir haben auf einem Bein gestanden. Ja, aber David zum Beispiel hat noch mehr gemacht. Nur einen kleinen Krieg mit der Tür. Zum Beispiel. Und den Nöcker. Vögel gejagt. Ja, was ultra creepy ist, weil diese Vögel quasi voll nach Dings aussehen. Ishu. Du hast voll den Vogel. Übrigens, Daddy, es gibt kein noch nicht. Goldkehlchen. Ich weiß nicht, wo du das gefunden hast, aber das gibt es nicht. Ist eine Lüge? Bestimmt gibt's das. Nein. Gibt es einfach nicht. Wahrscheinlich ist das ein Synonym für das Gelbkehlchen oder so. Ja, bestimmt. Übrigens hat... Weil du dich auch noch mit Nöcker angelegt hast, ne? Der jetzt eine David-Vernichtungsmaschine baut. Hat Meier schon euch geraten, ob ihr nicht ein Todfeind-Quartett mal langsam rausbringen wollt. Ich finde das eine gute Idee. Todfeind-Quartett? Ja. Wir haben doch nur einen bis dato. Also ich habe einen. Also, naja, zwei. Vielleicht auch vier. Du hast Dougal, den Nöcker, die Tür. Ist kein Quartett. Und der Typ, der dir deinen Traumstein wegnehmen will. Was soll ich sagen? Ich bin die Einzige ohne Feinde. Jeder liebt mich. Sophie will sich direkt mit Oberst von Flauschbacke anlegen? Nein. Hm. Die will sich mit den Hochkönigen anlegen. Das ist nur die erste Stufe. Na, das sind vier. Das ist ein Quartett. Das ist ein Quartett. Ich habe das Quartett gemacht. Alles klar, die vier Hochkönige. Ich habe ihre Namen leider vergessen, aber das ist nicht so schlimm. Ihr habt sie auch noch nie gehört. Also von daher, der eine Satyr hat sich rausgeredet, weil ich es da irgendwo nicht gefunden hatte. Von wegen, ah du, keine Ahnung. Und sonst habt ihr nie gefragt und das nie gehört. Ja, passt. Ich kenne nur ihre Schwerter. Sind das denn scharfe Schwerter? So. Viel Spaß und bleibt geil. Ich dachte, jemand wäre noch ungefähr 12 und hätte jetzt irgendeinen Scheidenwitz gemacht. Aber naja, gut, dann machen wir es halt so. Leute, durch die Beschäftigung mit eurer Verbindung zum Traum begreift und erfahrt ihr, dass ihr überhaupt nicht auf der Stirn geschrieben haben müsst, ob und wie viel, also nicht wie viel sowieso nicht, aber wie es um euren Glamour-Haushalt steht. Wenn ihr euch ein bisschen konzentriert, dann könnt ihr das verbergen. Also zu versuchen. Ne, das noch nebenbei. Des Weiteren. Weiß jemand, wir hatten ja nachts aufgehört, perfekt. Sophie hat das Fenster zum Hof. Okay. David, du wirst davon zum Glück nicht wach. Nachts, 4.10 Uhr, gibt es vor Sophies Zimmer, Fenster, das Geräusch einer Schalmei eine Art Sprechgesang, von dem du auf jeden Fall aufwachen wirst. Ich habe dazu Sekunde. Er hat da mal was vorbereitet. Es ist übrigens ganz schön laut. Wieso ist das so laut? Weil es deinen Raum erfüllt. Warum? Because the magic happens now, bitch. Ich bin nur so rechte froh, dass ich Filschiere Wunderton beginne. Sven er es sich gefurget so, dass ich erwirbe meiner Fruven Minne. Seht, so stiegend mir die Sinne, hoher Danne. Der Sonnen schien, Gnade, ein Königin. Ich entsach die Gurten nie so dicke, dass ich das gen ihr verbehre, meines Bilde die Ogenie. Der kalte Winter, was mir gar anmehre, an der Lüte duchte er wäre, mir was die Wiele, als ich enmitten in dem Mähen wäre. Diesen wünniglichen Sang han ich gesungen, meiner Fruhe, wenn zu ehren. Des soll sie mir wissen Dank.
wann ich will ihr immer durch se Freuden mehren, wohl mag sie mein Herze sehren, was danne, ob sie mir Leide tut, das kann sie wohl verkehren. Da so ein Kunde niemand mir geraten, dass ich schiede von dem Bahne, kehrt ich in den Mord von ihr, war funde ich dann eine, so wohlgetane, die so wäre falsches Ahne. Sie ist schöne und de Bass gelobt, denne, Helene und Diane. Hörer, Walter, wie es mir staht, mien Trutgeselle von der Vogelweide, Helfe suche ich und de Rat. Die wohlgetane tut mir filse Leide, kunden wir gesingen beide, dass ich mir ihr müsste brechen Blumen an der lichten Heide. Es klingt sich. Also erstens ist es, hätte nie so geklungen, aber das ist irrelevant, weil die andere Reimschemata hatten, die heute keiner mehr nachvollziehen kann. Deswegen konnte ich es auch nicht singen, wie es mir eigentlich aufgetragen wurde von euch. Aber, Flomi, nehmen wir doch einfach mal an, es hat auch noch 20 weitere Strophen, okay? Das ist nachts um 4. 4:10 Uhr. Wer? Na, wenn du aus deinem Hochbett irgendwie kletterst und dich ans Fenster wankst. Sie fällt wahrscheinlich halb runter. Ausgezeichnet. Der Satyr in der Bar, der gesagt hat, dass er gern Minne singt, deine Nummer haben wollte, sagte, der Winter ist einsam und ich auch, von dem du angenommen hast, dass er dich nur trollt, ist da unten mit seiner Schalmei, die sich neben ihm selbst spielt, die er auf dem Holzstumpf gelehnt hat, und besinget dich. Kann ich das Fenster zumachen und dann wird's leiser? Du hast das Fenster zu. Wieso habe ich das Fenster zu? Du hast das Fenster jetzt zu, aber davon wird es nicht leiser, weil ich ja sagte, dass es deinen Raum erfüllt. Übrigens, die Banalität im Umkreis wird etwas abgemildert. Aber Sophie ist müde. Es verhält sich des Weiteren so, da das ja 20 weitere Strophen hat, dass in dir langsam deine aktuellen Gefühle und Begierden sich verstärken. Sie will schlafen. Dezent, also nicht, du bist jetzt kein, ne, du bist kein Vampir, der jetzt in Rage gerät, aber dezent. Sie geht aus ihrem Zimmer raus und klopft an Davids Tür. David schläft. Sie geht einfach zu David rein. Jetzt erfüllt es auch diesen Raum. Na toll. Warum ist das so? Was soll denn der Scheiß? Macht das aus? Das würde ich furchtbar gerne. Was willst du in meinem Raum? Ich will schlafen. Ja, aber seitdem du hier bist, ist das laut. Das war's auch. Oh Gott! Geh raus. Ja, das mache ich jetzt auch. Sie Danke. Geht, so wie sie ist, hinaus. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Er unterbricht sein Spiel. Er hat sich einen Eiszapfen in den Kinnbart geflochten und ein Blumenkettchen umgehangen und kniet auf einem Knie vor dir. Wie bitte? Ich bin vor ungefähr 1,5 Stunden ins Bett gegangen. Ich bin saumüde. Bist du bescheuert? Naja, also... Ja. Geh nach Hause, lass mich schlafen. Aber ich leide. Nein, du verarschst mich. Nein. Hast es dir gelungen? Herzlichen Glückwunsch. Bitte lass mich jetzt schlafen. Bitte. Ein kleines Zeichen deiner Gunst. Gib mir wenigstens eine Möglichkeit, mich zu beweisen. Stürzt den Sommer. Nicht jetzt. Okay. Er nimmt sein Musikinstrument, verbeugt sich tiefst, also mit der Nasenspitze auf den Boden, und springt dann über euren Zaun. Oh Gott, er ist doch völlig bescheuert. Sophie zündet sich eine Zigarette an, wenn sie jetzt schon mal draußen ist. Nicht jetzt, hat sie gesagt. So, so. Also gleich. Die wollte ihn nur loswerden.
Ja, das ist dein Problem jetzt. Du kannst doch einen Satyr nicht ablehnen. Doch. Wenn er nachts um 4 vor meinem Fenster steht und alberne Dinge singt, die Sophie quasi nicht versteht oder nur kaum eigentlich kaum versteht. Also Sophie dürfte das komplett gar nicht verstehen wahrscheinlich. Naja, wie gesagt. So als Fremdsprachlerin? Sie ist zweisprachig aufgewachsen. Ja, Deutsch ist keine Fremdsprache für sie. Ihre Mutter hat Deutsch mit ihr gesprochen. Sophie versteht so viel, wie Flummi verstanden hat. Viel Spaß. Ich habe Einzelnes verstanden. Nichtsdestoweniger schlurft sie jetzt wieder hoch und legt sich ins Bett und schläft weiter. Ist okay. Er wird dich diese Nacht dann auch erstmal in Ruhe lassen. Das ist aber nett von ihm. Nicht wahr? Ist auch besser für ihn. Ansonsten machst du was? Ich beschmeiße ihn mit Blumentöpfen. Naja, das können wir noch ein anderes Mal machen. Das sind Geschenke ihrer Gunst. Das ist ein Zeichen deiner Gunst. Eigentlich wirft man da Taschentücher, aber ist nicht so schlimm. Man könnte auch seinen Nachttopf über ihm ausleeren. Und das ist der einzige Grund, sich einen Nachttopf zuzulegen. Okay. Mach das ruhig. Nein. Na gut. Am nächsten Tage, wenn David vom Einkaufen wiederkommt, findet er A. im Treppenhaus eine Vogelfeder. Mhm. Also, du weißt schon, ne? Und B. Roland im Stritte mit dem Wanst quasi, also auf halber Treppe dann zu euch hoch im ersten Stock. Jetzt tu nicht so, ich weiß ganz genau, dass du meine Scheißschürze zerkaut hast, das macht hier nämlich sonst keiner. Er steht nur mit einem Handtuch bekleidet da. Allerdings, entgegen der Norm, trägt er es halt am Oberkörper und nicht untenrum. Hi, moin. Ich war das nicht, Mann. Hab ich dir schon gesagt, du blöder Pisser? Ja, na klar. Da ist ein Rottweiler in mein Zimmer gekommen und hat meine T-Shirts zerkaut. Das kannst du schön abarbeiten. Du kannst... Ne, da überlege ich mir noch was. Was ist denn passiert? Irgendjemand, aber ganz offensichtlich nicht das kleine Wänzchen, ist wohl bei mir eingebrochen und hat meine T-Shirts zernagt. Hm. Wie zernagt? Er hält den Stofffetzen hin und da wurden einfach Stellen abgebissen. Menschlich Bisse oder? Also schwer nachzuvollziehen, danach wurde doch ziemlich gerissen. Aber die einzelnen Zahnabdrücke könnten menschlich sein, ja. Das war ich nicht, das war Miriam. Oh, wer ist Miriam? Miriam ist doch sie. Ja, ja. Moment. Ja, das ist das erste. Das ist okay. Ich kann das verstehen. Man gibt es nicht an zu, wenn man es gebaut hat, aber das ist ein okayes Eingeständnis. Damit kann ich leben. Also, da gibt es keine gute Nachtwürste mehr, wenn der wieder bei mir klingelst. Die sind jetzt gestrichen. Oh, du blöder Wichsack! Dann tritt sie ihm gegen das Bein. Und zur Sicherheit nochmal, man kann ja nie wissen, dir auch. Und dann geht sie raus. Mir auch? Ja, man weiß ja, für die Sicherheit. Lass das. Ich war nett zu dir, vergiss das nicht. Selber will. Ich bin auch nett zu dir. Ja, siehst du, sind wir doch quitt. Ja. Ach Gott, diese Kinder. Und du stehst mir jetzt nicht im Weg, du bekackte Hauseingangstür, oder ich mach dich kaputt. Die Hauseingangstür wird übrigens problemlos sich dann öffnen. Ausgezeichnet. Also nicht für dich. Das war mir schon klar. Schon drin. Mann, jetzt muss ich meine ganze Bekleidung.
Ja. Hättest du vielleicht mal ein T-Shirt für mich, was ich zum Einkaufen tragen könnte? Ich guck an den hoch. Du bist ein bisschen zu groß für mich, aber das kriegen wir bestimmt hin. Ich wollte mich sowieso in nächster Zeit ein bisschen mit Nähen beschäftigen. Gib mir mal die drei da. Ich glaube, die kann ich fliegen. Cool. Danke. Bitte? Ich verschwinde mit den drei Sachen nach oben und versuche sie zu nähen, sodass ich halt quasi da ne? Das ist wieder alle Button. Ist ja handwerklich begabt. Es gibt ja natürlich Teils sind die haben echt große Löcher auch zum Teil. Ja, ich habe mir extra die drei genommen, deswegen hast du die drei da, die halt noch relativ flickbar erscheinen. Zur Not mache ich daraus auch eins. Also du bist ja handwerklich begabt, das ist natürlich trotzdem herausfordernd. Natürlich. Fürs erste Mal. Aber du hast eine Gelegenheit gehabt zum Üben. Das ist okay. Ja, und für mal schnell gehen reicht's auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall hier individuell auch. Ja, natürlich. Die sind jetzt aus roten und blauen T-Shirts zusammengedingst. Das ist dann halt freie Kunst. Das ist halt so. Was machst du da? Kunst. Ich versuche mich ein bisschen im Nähen. Ich bin darin nicht so gut. Du siehst scheiße aus. Wieso sehe ich scheiße aus? Du hast wenig geschlafen, kann das sein? Was zum Teufel war überhaupt los? Frag den Affen aus der Bar. Nee, das ist dein Stimmerverehrer. Also so spielt es ja nicht, aber... Ist dein Verehrer? Ach. Nichts? Ach. Darf ich der Pate eurer Kinder werden? Hier, sag mal, ist das farblich schön? Was nähst du da? Naja, also das, was der Wanst von T-Shirts von unserem Teufel Video übergelassen hat. Da nichts mehr zum Anziehen, oder was? Naja, das ist das letzte T-Shirt und jetzt, beziehungsweise ich hab noch drei. Eins von meinem Ex-Stecher, das kann er haben, ich brauch's nicht mehr. Siehst du, wenn ich ihm das runtergebe, dann sehe ich aus, als wäre ich der Oberkiller vom wegen Nähen. So gut. Warte. Sie geht in ihr Zimmer, kommt irgendwie nicht später mit einem alten Band-Shirt raus. Ah, siehst du, guck mal hier. Den Sex Pistols. Die Sex Pistols, ernsthaft? Das war dein Ex-Freund? Ja. Na, Gott. Schlimm. Ja, danke. Dann verschwinde ich mal ganz fix nach unten. Ich nehme halt auch meine Nähversuche mit, aber die hält sich halt hinter meinem Rücken. Und klopf bei ihm. Also, was machst denn du hier? Ja, hier. Ich zeige ihm das T-Shirt. Ah ja, genau. Dankeschön. Ich habe das jetzt ein bisschen gefärbt und ein bisschen anders bedruckt, dann fällt das nicht so auf, aber... Du bist ein junger Gott. Ja, genau. Naja, eigentlich war das mein... Ich wusste gar nicht, dass mein Sex-Pistols-Shirt überhaupt noch mit bei den Sachen dabei war. Ich dachte, ich habe das irgendwann mal verloren, aber dass du das dann auch noch gefickt hast, das ist ja das Beste von allen, Junge. Ja, gerne, doch. Fetten Thanks, Junge. Na dann? Husch, husch, zum Einkaufen. Alles, was gut ist. Ah ja, danke. Also, ein Mädchen muss ich natürlich fernab der Öffentlichkeit umziehen, aber danke, ich gehe dann gleich mal. Soll ich dir irgendwas mitbringen? Nö, das passt schon. Okay. Du sagst also, einen kleinen Schnaps brauchst du immer. Das geht immer, natürlich. Wenn der Braumeister das Zeug schon macht, dann muss man das noch trinken. Ja, ja. Ich dachte auch nicht an Goldkronen oder sowas. Nee, nee. Sehr gut. Dann, viel Spaß beim Einkauf. Dankeschön und Dankeschön fürs Shirt. Immer wieder gern. Dann wurde die Tür wieder hinter dir schließen. Vor dir schließen. Ausgezeichnet, sowas läuft viel besser. So ist es.
Sophie. Während David. Nee, warte. Sophie hat noch ein paar Kunstprojekte vor. Ja, sie hat sich vorgenommen, die Momente einzufangen, in denen ein normaler Mensch etwas Chimärisches sieht. Ja, diese Momente möchte, das hat sie sich als neues Projekt vorgenommen. Okay. Ja. Du willst aber den. Willst du das Ganze als natürlichen Prozess abwarten? Ja, ja. Du könntest auch jemanden verzaubern, deswegen frage ich ja. Nee. Es geht um den natürlichen Prozess. Very good. Also wirst du jetzt an dem Tag auf jeden Fall niemanden sehen. Sehr gut. Nee, das ist ja nicht schlimm. Es ist ja auch nur irgendwie, wenn sie sowieso unterwegs ist oder so. Aber sie wird zwischendurch mal unterwegs sein, deswegen. Das ist ihr neues Projekt. Das ist okay. Dann kann ich der Eshu auch besser finden. Wieso der Eshu? Ja, weil er dich sucht. Wieso sucht er mich? Du bist. Wo suchst du danach? In der Stadt, da wo sie das. Sie hat es einmal gesehen und das war in der Stadt, da wo Menschen sind. Sonst sieht sie es ja nicht. Bevorzugt Kinder oder junge Leute irgendwie. Okay, du bist also am Kokosseum. Am was? Das Kokosseum ist eine Art Hort für Straßenkinder. Bin ich da? Ja, ja, da bist du in der Nähe, weil die machen immer den übelst geilen Shit. Okay, dann bin ich da. Da wünscht sich jedes Kind ein Straßenkind zu sein. Also. Sitzt auf dem Stein und lässt die Sonne auf dein Haupt scheinen. Wahrscheinlich skizziert sie nebenbei an irgendwas rum, weil sie das meistens tut. Und dann wird irgendwann sich Kamal neben dich setzen. Er trägt heute einen modischen, wie nennt man das? Hier nicht besonders breiten Schal. Und nimmt dir erstmal den Block aus der Hand. Ey. Hi. Bob Ross wäre stolz auf dich. Bestimmt. Dann gibt er dir das Ding wieder. Du sag mal. Ich hab dich doch mal kostenlos mitgenommen, ne? Da willst du mir bestimmt kostenlos helfen. Das weiß ich noch nicht, ob ich das will. Ah, das klingt gut. Also, ich schreibe ja gern Reiseführer. Also jetzt für Privatpersonen. Und da hat mir jemand einen hervorragenden Vorschlag gemacht, den ich aber ablehnen wollte. Dann kam eins zum anderen und der ging es mit mir durch. Der wollte mir erzählen, ich könnte das nicht, nur weil ich in dem Land noch nicht war. Und jetzt stehe ich hier und habe Notizen. Noch nichts direkt Geschriebenes für meinen England-Reiseführer. Wie gesagt, ich war da noch nicht und ich habe auch nicht vor, da hinzufahren. Aber ich habe dich hier. Du erwartest jetzt also, dass ich dir helfe. Ich würde das nie erwarten, ich frag dich einfach. Ach so. Ja, und dann gehe ich ganz stark davon aus, dass du das möchtest, weil ich so ein guter Typ bin. Keine Ahnung, ich kenne dich nicht, ich habe einmal mit dir geredet. Bin irgendwie trotzdem davon ausgegangen, dass du das jetzt so annimmst, naja gut. Ach so, ja, weiß ich nicht. Ja dann, also ich bin 27 Jahre alt, fahre mit meinem Taxi herum und verdiene mir damit Zubrot und auch allerlei Spaß. Ich bin schon ein bisschen in der Welt rumgekommen. Also ich lebe eigentlich, habe ich ja kein Zuhause, ich lebe in der ganzen Welt. Also ich weiß nicht, Schkopau, Rackwitz, Urschatz, Nickern, Döbeln, Torgau, überall war ich eigentlich schon. Und was gibt's noch, um mich zu wissen? Nach dem, was du gerade gesagt hast, hast du echt die Welt gesehen. Ja, das nicht mehr ganz so slawische Hinterland ist mir wohl bekannt. Aber das war ja auch nur die ersten 4 Jahre meines Lebens. Also jedenfalls sagte mir das, da ist meine Erinnerung etwas drüber. Aber ich höre und erzähle gern Geschichten und bin
alles in allem ein super Typ. Ach so. Und da würdest du mir ja gern helfen. Auch einfach deswegen, weil der, ich meine, deine ganzen Erlebnisse aus England, die kannst du endlich mal jetzt hier an Mann bringen. Du, das kommt drauf an, was du als Erlebnisse definierst und inwieweit, was das für eine Art Reiseführer werden soll. Denn klassischen Reiseführer, da werde ich dir nicht helfen können. Was will ich mit den klassischen Reiseführern? Sowas will ich nie privat schreiben und auch nicht weitergeben. Da steht ja nichts drin im Wesentlichen. Naja, weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Reiseführer gelesen in meinem Leben. Ich weiß nicht, was da rein muss. Wusste ich auch nicht und dann habe ich einfach irgendwas gemacht und die Leute waren ganz zufrieden. Im Normalfall schreibe ich halt davon über Geschichten aus dem Land, verbunden mit den Orten und beschreibe die Orte, an denen ich war, zu der Zeit, wo ich da war. Und vor allen Dingen Nebenpfade. Ne? Also wenn man wird ja zum Beispiel, wenn man nach England fährt, schon mal irgendwie London besuchen wollen. Aber da gibt's ja jetzt nicht nur die Hauptverkehrsadern dahin. Da gibt's ja, ne, wenn da Ich glaube, ich kann dir sogar helfen. Ja. Komm mit. Ja, sehr gut. Wo gehst du denn hin? Nach Hause. Ja, dann wird er mitkommen. Geh ins Mahlzimmer. Es ist nicht das Mahlzimmer, das ist das Zwischenzimmer, aber da ist doch gar nichts. Naja, bis auf das Einhorn. Ja, aber das ist ja nicht aus England. Naja, aber ich finde das trotzdem witzig, wenn das Einhorn. Du meinst, weil immer alle so gut auf das Einhorn reagieren. Ja. Funktioniert nur, wenn du die Tür offen lässt. Ja, sie geht einfach dann hoch und in die Wohnung rein. Kommt ihr überhaupt mit rein? Der kommt mit rein. Und geht dann schnurstracks in ihr Zimmer, wo sie eine Schublade der alten Kommode aufmacht, beziehungsweise eine Tür, und da ist allerlei Blätter drin, beziehungsweise auch sogar Ordner. Und sie holt einen raus. Das ist Nummer 1. Dann holt sie aus einer Schublade einen Papierstapel. Das ist Nummer 2. Da vorne ist Nummer 3. Sie geht dann zu einer weiteren Schublade. Da sind so ein paar Hefter drin. Und Nummer 4... Wo habe ich das denn? Was ist all das? Zeichnungen, Bilder aus England. Deine Geschichten. Du meinst also, du räumst mir auch das Recht ein, die abzudrucken und dann diesen Reiseführer mit etwas mehr Profit, weil ja Prophezeiungen des Orakels des Verfalls dabei sind. Die Zeichnungen stammen aus einer Zeit, in der ich noch kein Orakel war. Aber wenn, will ich am Profit beteiligt werden. Ja, aber Moment. Also erstens, ja, meineswegen, du könntest beteiligt werden. Und zweitens, in dir schlummert ja schon die Feenseele, sie ist noch nicht erwacht. Wer kann das so genau sagen? Es sind doch eigentlich Zeichnungen der Botschafterin der Nacht. Ich finde schon, dass das durchaus Erwähnung finden sollte. Man muss sie ja auch, also ich meine, wer soll das denn merken? Ach ja, und wenn ich sage Beteiligung, meine ich mindestens 50%. Mindestens. Ja. Ich gebe dir mindestens 35%. Du gibst mir mindestens 50%, ansonsten sind wir nicht im Geschäft. Ah. Du brauchst mich. Ich habe aber jetzt all die Arbeit von dir bekommen. You need me. Und noch hast du sie nicht. Okay, ich bekäme also all die Arbeit von dir.
und nichts weiter und du willst mindestens 50%. Was heißt hier nichts weiter? Weißt du, wie viele Stunden das sind? Wie viele Tage, wie viele Wochen, wie viele Monate an Arbeit? Ich habe den Kunden gefunden. Ich habe mich von ihm provozieren lassen. Ich werde alles schreiben. Ich werde es ihm aushändigen und mit ihm verhandeln. Und du kriegst 50%, weil du mir 5 Ordner wertlosen Papiers gegeben hast, den ich zu etwas Wertvollem mache. Du sagst also, du brauchst sie nicht. Na dann. Fünfzig. Du sollst 50, genau 50 bekommen, wenn du dich ein bisschen mehr beteiligst. Du meinst also, diese Wochen und Monate an Arbeit reichen nicht als Beteiligung? Ja, das meine ich. Aha. Ich lese diese Korrektur. Wochen und Monate an Arbeit hast du aus Eigennutz herausgemacht, nicht für diesen Zweck, und es ist alles über Jahre hinweg gewesen. Ich lese Korrektur. Du liest Korrektur und du schreibst ein paar Passagen selbst. Nicht mehr als 10% der 15. Passagen. Na gut, 15. Das ist aber ein Wort. Er hält dir die Hand hin. Gut, 15% der Passagen schreibe ich selbst und ich lese Korrektur, 50% des Gewinns gehört mir. Oh, warte, dann bevor, noch nicht. Ich möchte noch die Einwilligung, dass ich behaupten kann, dass du viel mehr geschrieben hast. Aber nie welche Anteile. Nein. Wir würden sehr viel mehr rausholen können. Du musst nicht sagen, welche Anteile, aber nichtsdestoweniger, trotzdem kriegst du diese Einwilligung nicht. Wenn ich sagen würde, 30% davon wurden von dir geschrieben, und ich werde nicht sagen, welche, dann hast du ja keinen Schaden davon. Doch. Warum? Ich weiß ja nicht, weil ich nicht zwingendermaßen was an dem ändern kann, was du schreibst. Ja, wieso denn? Du liest es doch Korrektur, oder nicht? Naja. Heißt das, dass ich Passagen, die mir nicht gefallen, abändern darf? Ja, das machen wir schon in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit, aber ja. Du sollst deinen Namen nicht unter was setzen, was dich nicht ausreichend irgendwie repräsentiert. Aber ich möchte dich gern mehr präsentieren, als du dich eingebracht hast, damit wir das Beste rausholen können. Sieh das Ganze doch mal mehr als eine Doktorarbeit. Man sollte die nicht selber schreiben, aber man sollte schon noch mal drüber gucken. Ich weiß auch nicht genau, ob ich dir trauen kann. Womit denn? Du hast doch die völlige Einsicht und ich werde es nicht abschließen können, bevor du nicht den Okay gegeben hast. Alles klar. Ich schreibe maximal 15% des Teils selbst, kann aber abändern, was mir nicht, beziehungsweise kann dich abändern lassen, was mir nicht gefällt. Wir werden uns darüber unterhalten. Ja, und du schreibst es dann um. Und einen Kompromiss finden. Einen Kompromiss finden, trotzdem schreibst du es um. Wenn wir nach diesem Kompromiss, nicht nach deinem Willen. Ja, ja. Gut, na klar. Gut. Läuft. So wird's gemacht. Schön. Dann nehme ich diesen ganzen Kladderadatsch erstmal mit und werde viel Spaß haben. Ich krieg ihn wieder. Oh. Mhm. Ja, aber ich muss ihn halt schon noch abdrucken zum Teil. Na, abdrucken zum Teil kannst du ihn. Trotzdem will ich alles davon wiederhaben. Ja, aber das dauert dann halt. Ah, wie lange? Ewig? Nee. Warte. Du gibst mir 5 Ordner. Mit jedem Bild müsste ich mich länger beschäftigen.
Ansonsten wäre das reichlich sinnlos, oder? Und soll ich mich mit einer Kopie beschäftigen? Du könntest dich auch mit einer Kopie beschäftigen. Nichtsdestoweniger, verschwindest du bitte nicht und nimmst meinen Kram mit. Das wollte ich damit ausdrücken. Er knallt das alles auf den Schreibtisch von dir. Du sagst also, ich kann jederzeit kommen und etwas hier in euren Räumlichkeiten einsehen und studieren, solange ich will, solange jemand von euch da ist, und dann ist alles immer noch hier. Das erspart uns eine lästige Tragerei. Von mir aus so. Was? Schön. Gut. Du hast dem Ishu gerade freien Zugang zu unserer Wohnung gegeben, aber zu jeder Zeit? Aber nur zum Studieren des Krams. Ja. Nur zum Studieren dieser Sachen, die sie ihm gegeben hat. Gut. Ich nehme den Ordner hier trotzdem schon mal mit. Ja. War der Deal nicht ein anderer? Nimm ihn mit, aber bring ihn mir wieder. Ja, mit einem ist es ja auch erheblich einfacher. Weißt ja, du? Alles gut. Vielleicht ist ja auch einfach wirklich nur wertloser Plunder drin, wer weiß das schon. Höchstwahrscheinlich, aber das war lustig gerade, deswegen sie grinst. Na gut. Ach ja, wenn du hier auch irgendwann nachts um 10 nach 4 klingelst und mich aus dem Bett holst, dann Gnade dir, wer auch immer. Wie soll ich das sagen? Ein Herzog, es war der, der den Spiegel besaß, den man heute aus der Geschichte des Schneewittchens kennt. Der also war, nun in seinen Augen strahlte er noch viel heller als seine Schönheit. Es wirklich vermochte, und er fühlte sich ständig gestört von den Gesängen, die sein Volk anstimmte, ihn zu ehren, und er ließ sie auspeitschen dafür, und er ließ einen Burggraben errichten, und er tränkte ihn mit Säure, und Spitzen stellte er auf, und so weiter, und leider wurde es trotzdem Nacht für Nacht immer schlimmer und schlimmer, mit all den Gesängen, die seiner Huldigung bedurften. Und schließlich stellte sich aber dann doch irgendwann für ihn heraus, durch eine Verkettung von glücklichen Ereignissen, dass es seine Seele war, die sich von ihm löste, weil sie nicht mehr Teil dieses eitlen, arroganten Mistsacks sein wollte. Weil, nun ja, es von Anfang an nicht sein Volk war, das Lobhudelei betrieb, sondern der Katzenjammer, den er in seiner Eitelkeit verklärt hatte. Was ich damit sagen möchte, ist, ich schätze unsere zukünftige Zusammenarbeit, aber ich denke nicht, dass du es mir zum jetzigen Zeitpunkt wert bist, um 4 Uhr nachts einen Fuß vor die Tür zu setzen. Ist ja in Ordnung. Ich wollte das nur klarstellen. Ich weiß nicht, welche Erlebnisse du hattest, aber schreckliche. Ich meine, ich muss es hören, damit ich es verstehe, wie du dir das einbilden kannst. Das hat nichts mit Einbildung zu tun. Es ist völlig egal. Nein, damit du dir einbilden kannst, dass ich so etwas täte. Weiß ich nicht, weil du das witzig findest? Weil du nachts um 4 eine Schicht hast, Taxi fährst und dann denkst, auch weißt du was, Und was genau sollte daran witzig sein? Das ist doch ziemlich plump. Das stimmt, aber ich kenne deinen Sinn für Humor noch nicht, also insofern. Bist du jetzt wahrscheinlich beleidigt, weil ich dir das unterstellt habe, kümmert mich aber nicht. Ich wollte gerade sagen, dass ich deswegen auch nicht beleidigt sein kann, weil du mich eben nicht kennst. Wie auch immer, wir haben eine Abmachung, ich nehme dieses Ding jetzt trotzdem mit, du wirst es in den nächsten Tagen zurückgehalten und wir werden uns ja ab und zu jetzt mal sehen, damit ich mein Studium vorantreiben kann von dieser Insel voller Affenköpfe. Ja, du hast übrigens gerade den London-Ordner.
Ja, das ist ja der Beste eigentlich. Gut. Ja. Auf bald. Bis dann. Dann wird er rausstolzieren. Gut. Hat noch jemand für euch von euch etwas vor? Ja, ich würde mich mit also intensiver mit der Bearbeitung von Stoffen beschäftigen. Also niemand, gut. Wie man näht, wie man Stoff herstellt und so weiter und so fort. Färbt. Dinge halt. Ich habe ein großes, ich habe anscheinend ein großes Defizit an dem der Kunst des Nähens. Ja, es wird ja im Normalfall vermutlich Monate dauern, bis man das gut beherrscht. Wenn man da ein Drittel abziehen und deine Neigung mit dazu rechnen, dauert es ja trotzdem noch ein paar Wöchelchen, ne? Ich appreciate das übrigens, dass du das lernst. Ja, ja. Das Schöne ist, wenn ich, solange ich unbeaufsichtigt bin, kann ich das alles viel schneller, wahrscheinlich. Jedenfalls durchgehen und probieren. Naja, du baust halt auch ein Drittel, also dreimal so schnell Mist und Trial and Error geht dann auch dreimal so schnell. Ja, eben, das ist halt super. Das passt schon. Das Lesen und so, das dauert natürlich trotzdem alles lange. Aber die YouTube-Videos und so, hallo. Auch das meinetwegen. Aber dafür wurde YouTube nicht erfunden. Genau dafür. Nein, the Internet is for porn. Ja, das mache ich halt, um mich selbst zu belohnen nach einem erfolgreichen Versuch. Sophie könnte dir übrigens ein bisschen helfen, sehe ich gerade. Bei der Belohnung oder beim Nähen? Beim Nähen. Oh. Alles klar. Ist ja faszinierend. Was ist der David? Der hatte sich jetzt so gefreut und du kommst beim Nähen. Hm. Ist ja okay. Na gut. Am Nachmittag werdet ihr, also einer von euch, also Sophie wird angerufen. Von wem? Von einer unbekannten Nummer. Hallo Fremder. Der Adler ist im Horst. Du Ferkel. Ja. Ich besitze die Atombombe. Es wird Zeit, sie zu zünden. Alles klar. Zu Ehren von Dr. Seltsam. Ach, ich werde sie lieben. Trefft mich an der Reihekirche. Um 17.30 Uhr. Verspätet euch nicht, oder ich werde wieder weg sein. Bringt ein... so eine große blaue Ikea-Tüte, weißt du, welche ich meine? Ja. Mit. Und dann zieht auf hinaus ins weite Land. Von Nostradamus eigener Hand! Amen. Du bist also kein Freund von Schiller. Nun gut. Nein. Wir sehen uns dann. Piep. Stimmt, wir wollten noch einen Ort finden, wo wir das zwischenlagern können. Also eigentlich sollte das hier in einem Keller, am besten in einem Schulkeller oder sowas. Ich hatte dir meinen Plan ja mitgeteilt, Spielleiter. Ja, du hast es noch anderthalb Stunden Zeit, dann musst du dich mit dem treffen. Und das ist ja schon der nächste Tag. Es ist ja nicht so, als hättest du Zeit gehabt, irgendwas zu machen. Ist hier in der Nähe irgendeine Schule oder eine Kita oder ein Kindergarten oder sowas? Selbstverständlich gibt es da eine Schule. Ist das nur eine Grundschule? Ich glaube schon. Gibt auf jeden Fall eine Grundschule da, ja. Okay, wie spät ist es jetzt? Na, 16 Uhr ungefähr. Ist da noch jemand in der Schule? Sophie geht gucken. Na, im Sekretariat ist immer jemand. Das ist gut. Dann geht sie da jetzt hin. Immer, auch um 23.30 Uhr. Ja, dann auch, Deli. Ja, das ist ein... dieser typische Halle-Altbau, der aber
richtig ordentlich saniert wurde. Also das sind so diese roten Ränder und Pseudosäulen mit, also nicht so Kielrot oder Norddeutschlandrot, sondern so ein etwas helleres Orangerot und keine Backsteine, sondern dann halt eher beige Putz. 1 Milliarde Kinder Basteleien in den Fenstern, wie sich sie hört, der Herbst, also siehst du da Ichel und Blätter. Das Ding ist echt groß. Und bald St. Martins Laternen. Ah ne, sowas gibt's da ja nicht. Wir kennen keinen St. Martinstag. Wir kennen Laternenumzug. Ja, wir sind nicht solche Christen nach Hechler. Das Ding ist echt groß für eine Grundschule. Es ist eine Grundschule, die, ich sag mal, nicht in dem sozialen Brennpunkt liegt, sondern eher Gegenteil. Ihr wohnt ja in der Nähe von den Geldsäcken, habe ich ja oft genug betont. Dementsprechend sind da natürlich ganz zufällig echt viele junge Lehrtätige unterwegs. Weißt du, die kann man dann an die guten Schulen schicken. Und im Sekretariat sitzt auch ein junger Mann. Warum betonst du das so? Naja, weil es niemals männliche Sekretäre in der Schule gibt. Niemals, kannst du voll vergessen. Genauso wie es fast nie einen weiblichen Schulleiter gibt, außer an Förderschulen. Als Lehrer wirst du immer zum Schulleiter gemacht, ob du willst oder nicht. Sexismus im öffentlichen Dienst. Naja, an Grundschulen hast du 10% männliche Lehrer und davon sind dann eigentlich alle Schulleiter. Aber gut, da sitzt ein Sekretärus. Guten Hallo. Tag, was kann ich denn für Sie tun? Ich bin Künstlerin bzw. Kunststudentin noch an der hiesigen Universität und ich würde gerne ein Projekt vorbereiten, das sich um das Schulleben dreht, hauptsächlich Zeichnungen. Und ich wollte um Erlaubnis bitten, das zu tun. Also Sie möchten ein Projekt machen für sich, ohne die Kinder, okay. Gut, ich würde mir das mal so notieren, der Name ist dann Milborough. Ich könnte das dann an einen Chef so weiterleiten. Wenn sie mir die Nummer da lassen, kann ich sie dann auch nochmal morgen anrufen. Alles klar. Wäre ganz gut, wenn sie dann nochmal vielleicht was schriftlich hätten von der Uni. Es ist kein Projekt, was mit der Uni zu tun hat. Oh, okay. Ja. Betrifft eher sowas wie das Gebäude sowohl im verlassenen als auch im befüllten Zustand etc. pp. Ich kann das erstmal so weitergeben. Genauere Details müssten sie dann vielleicht nochmal herkommen, um das abzusprechen, aber das kann ich auf jeden Fall nicht versprechen. Okay. Okay, gut. Ja. War ein Versuch. Also, lassen wir auf jeden Fall Ihre Nummer da, dann kann ich Sie mal anrufen. Sicher. Ich kann Ihnen gegebenenfalls auch eine Probearbeit geben, wenn Sie wollen, aber Das wäre dann bei dem etwaigen zweiten Treffen. Okay. Also, ich habe davon auch keine Ahnung. Naja, wie gesagt, ich wäre auch gern bereit, später die Bilder gegebenenfalls der Schule zu überlassen. Für eine Ausstellung oder irgendwas anderes, je nachdem, was sie damit tun wollen. Oder eben auch nicht, dann behalte ich sie selbst, aber ja, es geht einfach darum, dass schon aus versicherungstechnischen Gründen jemand ja immer in ihrer Nähe sein müsste und wir haben durchaus einen Lehrernotstand und ja. Es kann vielleicht, also gerade weil das nicht ein Projekt mit Kindern werden soll, so wie ich das jetzt verstanden habe. Naja, je nachdem. Ich kann die Kinder auch einbinden, je nach. Es kommt drauf an. Ich wusste nicht, ob sowas gewünscht ist oder nicht. Ich sag mal, damit hätten sie vielleicht eher Chancen. Auch gut. Dann überlege ich mir, was muss ich ein Konzept vorlegen, oder? Ja, also das wäre sehr günstig. Gerade wie häufig, über welche Dauer,
und was sie gedenken zu machen. Ich denke, sie brauchen da keinen pädagogischen Anspruch irgendwie reinbringen oder so, weil das können wir auf den Hut drauf verlegen. Das wird dann einfach ein künstlerisches Projekt, das geht. Mhm. Gut. Danke. Selbstverständlich. Sophie geht wieder. Die Schule ist offensichtlich im Moment keine Option, aber das mit dem Projekt findet sie gerade in dem Moment, in dem sie es gesagt hat, findet sie es gut. Und will das eigentlich gerne durchziehen. Du hast jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Und bis zum Rylex sind es ungefähr 10 Minuten Fahrradweg. Mhm. Optionen. Irgendwas, was da in der Nähe ist. Irgendwas, wo man sowas machen kann. Irgendwas ist eher unspezifisch. Ein unbewohntes Gebäude möglichst, aber etwas, wo nicht so. Haben wir nicht da die. Haben wir nicht so eine, die alten. Die Industriebrachen vom. Wo die. Schrottgolems und die anderen. Die Schrottwichtel. Das hat Sophie ja letztes Mal auch vorgeschlagen und da sagte der Puka, das kannst du gern machen, aber die Dinger frieren. Dabei ist es doch gar nicht so kalt. Ist es nicht schon irgendwie September? Ich glaub, ihr ist nie kalt. Es ist Oktober. Sophie ist nicht so kalt, deswegen ist das immer schwierig. Oh Gott, wo erfrieren die denn nicht? Na, den ersten Tag können wir den vielleicht noch zu Hause haben, aber... In der Kiste? Mhm. Aber er hat auch gesagt, dass wir vorsichtig damit sein müssen, weil die irgendwie sich selbst vermehren und solche Scherzchen. Ja, aber den ersten Tag mag das noch gehen, aber danach brauchen wir etwas. Naja, aber dann sterben sie vielleicht auch nicht, dann erfrieren sie vielleicht auch nicht. Unser Dachboden geht auch nicht, der ist ja genauso kalt wie so eine Industriebrache. Nicht ganz so kalt, aber der ist ziemlich kalt. Irgendein Heizungskeller wäre eigentlich das Beste. Mhm. Aber wir haben keinen Heizungskeller. Außer deiner Werkstatt. Mhm. Die können deine Höhle benutzen. Wenn du willst, aber... Die ist noch viel kälter als das hier. In meiner Werkstatt herrscht Ordnung. Ja, dann nicht mehr. Eben. Wird schwierig, glaube ich. Leute, ich gehe also mal davon aus, dass ihr euch beide getroffen habt, um gemeinsam zu der Rheinkirche zu fahren und das dort besprecht, der wird sich vielleicht ein bisschen verspäten. Ihr habt also noch Zeit, euch was zu überlegen. Und jetzt? Und jetzt wird's schwierig. Nun, das muss was Abgelegenes sein. Gibt es hier eine abgelegene Kirche? Weil in Kirchen es ist nie so kalt wie draußen. Wenn wir da einen Heizstrahler hinsetzen, ist alles gut. Wir müssen, glaube ich, nicht mal einen Heizstrahler da hinsetzen, aber die ernähren sich von Chaos. Die brauchen Chaos. Eine Kirche ist nicht chaotisch. Eine alte verlassene schon. Ja, aber wenn wir eine alte verlassene Kirche nehmen, können wir auch die alten Industriebrachen nehmen. Das ist genau das Gleiche. Nee, die Kirchen haben dicke Mauern und dicke Mauern bedeuten, dass es halt weniger schnell... Ja, aber auch Riesenfenster, die meistens kaputt sind. Ein alter Bunker wäre vielleicht auch nicht schlecht. Da zieht's wenigstens nicht. Eben. Die Kanalisation wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da ist auch genug Chaos. Und es ist warm. Das stimmt. Auf jeden Fall ist es da nicht kalt. Kanalisation ist gut. Gefällt mir. Das Problem ist, wenn die in der Kanalisation stecken und da Chaos verbreiten, dann haben wir bald ein Wasserproblem.
Ach, wie viel Chaos sollen die denn da verbreiten? Nirg. Ja, was ist denn? Wie viel Hunger kann eine Rotkappe haben? Viel, aber wenn es nur eine ist, ist es auch noch handelbar. So eine Müllkippe, ne? So eine Müllkippe, ja, ist aber auch kalt. Solange du nicht die Müllkippe in Brand steckst. Das stimmt. Aber, oh Gott, gibt's hier nicht die Möglichkeit, irgendwie so ein Recycling-Center oder sowas zu besuchen? Weißt du, da, wo wir die sortieren und alles Mögliche machen? Ja, und die Dinger sind überwacht. Da sind Leute, die arbeiten da. Ja, bei einem Tag der offenen Tür? Oder, also ich weiß nicht, oder... Willst du die dann einfach da lassen, oder was? Ja! Wollen wir nicht auf die aufpassen und die irgendwie betüdeln? Weiß ich nicht. Die ernähren sich von Chaos, so wie ich den Puka verstanden habe, brauchen die uns nicht mal. Ich wage es zu bezweifeln und vor allem wollen wir die doch irgendwie dann anleiten, zu einer bestimmten Situation zu kommen, oder? Müssen wir das? Ich dachte, die machen das selbst. Ja, die gehen selbstständig zu dem Ort der größten Ordnung, machen dann alles kaputt. Aber wir wollen die doch über Richtung Schloss bringen, oder? Ich glaube, das machen die von alleine. Ich finde die Kanalisation eigentlich ganz gut. Wir müssen nur einen Zugang zur Kanalisation finden. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Mhm. Wobei, kann man so einen Deckel nicht hochheben? Keine Ahnung. So einen Deckel kann man hochheben, das ist kein Problem. Muss halt nur entsprechenden Zugang finden. Muss halt wissen, wo die dann... Ne, wo so eine Kaverne drunter ist. Naja, entweder die finden uns dann oder wir finden die oder eben halt auch nicht, weißt du. Aber dann sind sie, glaube ich, selbstständig genug, um das schon irgendwie zu packen. Hm. Wir sollten vielleicht unseren Freund fragen, ob das eine gute Idee ist. Pff, ja. Und außerdem sollten wir uns auf dem Bein stellen, wenn wir darüber reden, glaube ich. Ja. Das haben wir die ganze Zeit nicht gemacht, das war ziemlich dämlich. Ich lehne mich mal mit einem Bein auf dem Boden an die Wand. Dito. Zählt das? Weiß ich nicht, ich hoffe. Ja. Na gut, dann schauen wir mal. Ja. Ich glaube, der Penner ist gerade weg. Welcher Penner? Der Spielleiter-Penner. Ach so. Ja, ja. Süchte befriedigen und so. Sitzt er wieder da und sucht nach Porns. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch scheißen oder so. Eine Kanalisation. Wie kommen wir in die Kanalisation? Achso, übrigens, David, es kann sein, dass wir zum nächsten öfter mal Besuch kriegen. Warum? Oh Gott, wie hieß der gleich? Schamal, der Typ mit dem Taxi? Schamal? Kamal, genau. Der irgendwie Kram brauchte über England und ich habe ihm einen Ordner mitgegeben und irgendwie, weiß ich nicht, der kommt, glaube ich, demnächst öfter mal vorbei. Ja, okay, ich dachte, der hat eine Sperre, was das Haus angeht, oder jedenfalls ein na, meinte damals, er konnte nicht zu unserer Haustür fahren, weil er nicht gerne gesehen wird. Aha, davon, also weiß ich noch nicht so viel. Wundert mich. Aber gut, der muss er wissen. Ja, denke ich auch. Du weißt Bescheid. Also Kanalisation. Kanalisation ist gut, da ist es chaotisch. Ja, Kanalisation. Und aber das ist warm. Ja, meistens Zeit nimmt. Gut. Also. Wir stehen übrigens auf einem Bein.
An der Wand gelehnt. Das ist übel gut. Er kommt dann an. Und wenn er kommt, wie heißt denn eigentlich dieser Sack, den er unterm Kinn hat? Also Doppelkinn? Nein, das ist ja kein Doppelkinn. Das ist ja, weißt du, der Gockelsack. Ach so, keine Ahnung, wie der heißt. Der Kinnhodensack, den wirft er sich wie einen Schal modisch über die Schulter. Ihr seht bescheuert aus, wenn ihr das macht. Wir stehen an der Wand gelehnt. Okay, an der Wand, dann sieht es cool aus. Okay, also wo hab ich denn... Oh, hab ich das vergessen? Ja, hier. Er gibt euch eine kleine braune Papiertüte. So groß wie ein... hier, so eine Schulbrottüte, weißt du? Hm? Da drin sind keine Instruktionen. Aber die braucht ihr auch nicht. Doch. Ich denke, der Rest ist klar. Wir sehen uns bald. Alt, 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 sagt er, während der rückwärts weggeht. Instruktionen wären vielleicht ganz praktisch. Da sind welche drin. Ach so, ah. Ja, ja, richtig. Ich und die Jungs. Ich glaube, das verträgt sich nicht. Okay. Sophie guckt mal nach den Instruktionen. Also, das Erste, was du darin siehst, ist eine etwa Kiwi-große Frucht. Sie sieht aus so ein bisschen wie so eine Sternfrucht. Also von der Textur her. Allerdings sind das eher Pickelchen als irgendwelche anderen Auswüchse. Ja. Außerdem hat sie eine wunderschöne, lange, gekrümmte Nase. Sie ist giftgrün und dann ist da noch ein Zettel drin. Darauf steht: Du, der du diese Goblinfrucht rechtskräftig gekauft hast, was ja auch total erlaubt ist, also tatsächlich, das ist ja wirklich nicht verboten. Du, der also wisse. Es ist verboten, ihr Fleisch zu essen und den Goblin auszubrüten unter Strafe und das solltest du nicht tun. Würde dir keiner raten. Wenn du es also tätest, was ja verboten wäre, dann solltest du wissen, dass diese Frucht Shamhain geerntet wurde und ihre volle Süße auch Shamhain entfaltet. Wir machen uns also gerade strafbar. PS, das ist wirklich ein legales Geschäft. Achso, und du kannst auch eine Unterschrift leisten, dass du im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte beim Kauf warst und dass du dein Einverständnis gibst, dass du das Fleisch nicht isst, sondern das nur als Trophäe oder irgendwas anderes dir ins Regal stellst. Musst aber auch nicht. Wir sollten es also in der Kanalisation aussetzen. Warum hat dann unser lieber Freund das nicht selber getan? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, wir sollten da schon drauf aufpassen. Ja, aber wie denn? Nun, keine Ahnung. Tag und Nacht Wache schieben? Wir sperren es in eine Kiste? Mhm. Und wo lagern wir diese Kiste? Sollten sie abschließen. Aber das ist nicht chaotisch in der Kiste. Es sei denn, wir tun viele Papierschnipsel in diese Kiste. Dir ist übrigens klar, dass wir uns gerade echt quasi in Probleme begeben. Was? Naja, sollst du nochmal gesagt haben. Nicht, dass es heißt, du wusstest von nichts. Bis gerade eben konnte ich das glaubhaft abstreiten. Jetzt nicht mehr. Danke. Bitte. Na gut. Was tut man nicht alles? Ich hätte es so schön glaubhaft abschreiben können. Ich wusste von nichts sagen können. Und nein, das hat mir jeder geglaubt. Aber nein, jetzt ist vorbei. Super. Also,
In die Kanalisation ist aber eine Scheißidee. Denn da will ich nicht länger als eine Stunde bleiben. Und wenn wir auf die aufpassen sollen, und ich gehe immer doch davon aus, dass wir da auf den Scheiß aufpassen sollen. You know? Hm. Ja, keine Ahnung. Also mir fällt nichts anderes ein als Kiste erstmal Dachboden und dann irgendwo anders. Genau. Dann suchen wir uns doch eine lauschige Ecke, die ziemlich chaotisch ist, und dann holen wir uns ein Wehrmehrzeugegerät. Ja, allerdings habe ich Angst, dass die das tatsächlich, dass sie uns das Haus verwüsten. Ja, aber so noch sind sie doch nett. Guckt die machen, wie süß die sind. Na, aber ich weiß nicht, ob wir das bei uns im Haus machen sollten. Ja, für einen Tag. Was soll schon schief gehen? Dann passt du aber darauf auf. Eine Nacht und dann machst du. Das ist halt schließlich eine Gemeinschaftsarbeit. Na gut. Ich übernehme die erste Schicht. Okay. Na was gut. Nehmt ihr denn für eine Kiste? Irgendeine große Kiste. Mit Deckel, die abschließbar ist. Eine Truhe. Gibt's oben auf dem Dachboden eine Truhe? Vermutlich. Dann nehme ich die. Da sind 127 Frauenbikinis drin. Sehr gut, wie lass mit drin? Die sind wenigstens weich. Und chaotisch. Weil die sind bestimmt nicht farblich sortiert. Sie sind auch nicht zusammengelegt. Na guck. Da kommt jetzt dieses kleine Eilein rein. Das ist eine Frucht. Ach ja. Ja, nichts passiert. Schön. Machen den Deckel zu. Wir schließen ab. Und dann wird das schön, wird jetzt so ein schöner Heizstrahler quasi. Wie man den von zu Hause kennt. Brauchen wir doch gar nicht. Das wird doch gegrillt in der Kiste. Ja, Alter, wenn ich da jetzt 4 Stunden neben sitzen möchte, in dieser Kälte. Ja, nee. Ich übernehme die erste Schicht. Scheiß Heizstrahler, geh mir weg damit. Ja, du kannst ihn wenigstens mal ausschalten. Du solltest das aber ein bisschen in der Nähe lassen, weil dem Ding wird kalt im Gegensatz zu dir. Ach. Ja, nichts. Ach. Es ist nicht warm draußen, du bist nur krank. Frag mal deinen Freund, den Herold quasi des Sommers, wie dem kalt ist gerade. Mit dem habe ich noch nie geredet, dem ist bestimmt frag nicht kalt. Frag ihn mal. Also, von dem, was du gerade mitbekommst, Sophie, ist dem tatsächlich nicht kalt. Dem ist nicht kalt. Du hast noch nie mit ihm gesprochen, wie willst du das denn jetzt behaupten? Ich weiß das. Ja, nee, ist klar. Nur weil du ein Orakel bist. Mhm. Ja. Wenn ich ein Orakel wäre, könnte ich auch alles von mir behaupten. Stimmt. Siehst du, will mir auch keiner glauben. Naja, das Schicksal ich bin das, der Orakel. Ich bin, niemand glaubt einem. Ich bin das Orakel des Butterbrots und mach mir jetzt was zu essen. So nämlich. Ach, willst du auch etwas? Geh mir aus den Augen. Willst du auch etwas? Geh mir aus den Augen. Jawohl, Durchlauchtheit. Danke, so kannst du mich demnächst immer anreden. Na, ich schau mal. Ich halte das für angemessen. Tüdelü. Ja, see you later, Alligator. See you soon, Känguru. Nein, wie hieß das noch? Keine Ahnung. Entweder after a while, Crocodile. Oder irgendwas mit Känguru. Tüdelü, Känguru. Ah, Tüdelü, Känguru, genau. Was siehst du? Während David Zeit hat, sich feinste Butterbrote zu schmieren und zu verputzen, passiert bei Sophie Folgendes. Nichts. Jetzt muss ich das rausschneiden und da einfach 20 Sekunden oder 15 Sekunden Stille rein editieren. Aber ja, du hast es ja. Im Wesentlichen erfasst. Okay. Sehr gut. Während deiner gesamten Schicht nicht. Na dann. Schön, bin ich am Arsch. Irgendwann wirst du dich mit David abwechseln. Ich finde es gut, dass David sich bereit erklärt hat, die Nachtschicht zu übernehmen. Da ist es ja auf dem Dachboden deutlich
Kälter. Sophie geht raus. Ja, und ich mache einen Heizschrauber. Passiert auch nichts. Sehr schön. Ich werde übrigens die Nacht damit verbringen, Dinge zu sticken. Na gut, sticken ist tatsächlich was, was man ja wirklich auch hinbekommen kann. Da muss man ja nicht viel mehr als zählen. Ja, ja, oder so. Und auf jeden Fall, ich mache da halt ein auf mein neues tolles T-Shirt mache ich quasi ein Hummelsymbol gestickt. Ein richtig schöne. Ja, ja, das mache ich auf all meine Kleidung. Hm. David, bei dir passiert nichts. Sophie? Du gehst raus, sagst du? Ja. Wenn du nach Hause kommst und im Garten noch eine rauchen gehst, dann werden... Ich meinte den Garten. Ach so. Gut, dann werden ab irgendeinem Punkt an einem Baum ganz viele Rosenblätter erst erwachsen und dann auf dich herabfallen, vom Wind in deine Richtung getragen. Sie duften wild mit einer Spur O de Ziege. Die riechen also nach Ziegenkäse. Nehmen wir das doch einfach mal metaphorisch auf. Eklig. 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 Nein, das nicht. Na, sie riechen halt wie Wildtier. Also die Ziege ist ja das wildeste aller Tiere auch. Du weißt schon, die riechen wie ein verdammter Streichelzoo. Toll. Aber nur dezent. Toll. Am nächsten Morgen, wenn David völlig erschöpft ist und Sophie vermutlich aus dem Bett prügelt, damit die weitermacht, ist immer noch nichts passiert. Auch wenn ihr in die Kiste reinguckt, ist da nichts passiert. Die Dinger werden nicht unbeaufsichtigt gelassen. Ja, du guckst ab und zu rein und da ist nichts passiert. Wie waren die Instruktionen nochmal? Ich hab's mir nicht aufgeschrieben, aber hier, du wisse, erstens volle Bude verboten und die Frucht entfaltet volle süße Schamhain und das ist verboten, das Fleisch zu verzehren und den Goblin auszubröten. Müssen wir das Fleisch der Frucht essen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht, wenn es ein Puka geschrieben hat. Ja. Das ist eklig, ich will es nicht essen. Dein Plan? Ich will es nicht essen. Was passiert wohl, wenn man die aufschneidet? Ich weiß es nicht, aber sie wird auch ihre... volle Früchte erst Schamhain. Wann ist Schamhain? Das ist der 31. Oktober. Halloween. Ja, aber wann ist das? Welchen Tag haben wir heute? Ich bin voll raus. Es ist der 6. Siehst du, vielleicht wird der auch einfach noch nichts tun. Kann sein. Möchtest du vielleicht nochmal mit unserem Freund reden? Nö. Es wäre da wird schon noch was passieren, meine Güte. Wahrscheinlich geht das einfach nicht so schnell. Vielleicht verarscht er uns auch nur. Hey, die sind jung und dumm. Mit denen kann man es ja machen. Ja. Aber ich habe die Befürchtung, dass er da eigentlich viel größeres Interesse daran hat, jemand anders zu verarschen, und zwar viel stärker als uns. Ja, aber dann hätte er uns wahrscheinlich auch noch was gesagt, wenn wir noch irgendwas extra tun müssen. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich brauchen die einfach nur Zeit. Vermutlich. Wie viel Zeit gebt ihr denen denn noch? Weiß nicht, 2-3 Tage? Dann wird immer noch nichts geschehen sein. Hm.
Magst du da gewissermaßen mal anfragen? Weil ich glaube wirklich, wir sollen das Zeug essen und ich habe da echt wenig Bock drauf. Dito. Ja. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, was das mit uns macht. Und ja. Wir auch zu Biestern. Vielleicht bist du einfach nur schwanger davon, keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht verarscht er uns auch einfach nur die ganze Zeit. Frag ihn doch einfach. Hey, verarschst du uns? Nein! Und schon, weil er ja nicht die Wahrheit sagen kann, wissen wir, dass er uns verarscht. Ja, dann umdingst er das vielleicht einfach. Hm. Nein, nein, also du solltest nochmal mit ihm reden. Und Sophie schreibt ihm eine SMS. Der Film ist eine ziemlich lahme Angelegenheit. Wird er ab irgendeiner Stelle spannender? Fragezeichen. Hm. Er ruft dich an. Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend. Ich habe erwartet, dass du das langweilig findest. Ich kann mir nur vorstellen, dass es das lahmste Erlebnis überhaupt ist. Naja. Habt ihr denn die Instruktionen beachtet? Na, die waren ungefähr so klar wie die schwedische Gebrauchsanleitung, um ein Billigregal aufzubauen. Das mag sein, denn sie stammen von mir und sind deswegen nicht wörtlich zu nehmen. Aha. Dann habe ich es nicht gerafft. Die stammen nicht vom Verkäufer. Ich habe sie selbst verfasst, auch um euch in die Irre zu führen. Geschwind, geschwind, die Kleinen wollen wachsen. Tun sie aber nicht. Das kann auf jeden Fall nicht daran liegen, dass ihr nicht die Instruktionen beachtet habt. Wie wär's, wenn du das auch weiterhin nicht tust und dich sollte dann etwas passieren, bei mir meldest? Okay. Piep. Und was sagt er? Keine Ahnung. Du bist nicht hilfreich. Ja, der auch nicht. Was hat er denn gesagt? Geschwind, geschwind, die Kleinen wollen wachsen. Wie wär's, wenn du nicht die Instruktionen befolgst? Ja, so sollen wir die Instruktionen befolgen. Also sollst du es essen. Ich esse davon gar nichts. Das ist eklig. Das werde ich garantiert nicht tun. Gott weiß, was das mit mir macht. Dein Plan, deine Nahrung. Also, herzlichen Glückwunsch. Nein! Ich kann ja gerne mal nachgoogeln, ob ich irgendwo ein Rezept dafür finde. Vielleicht mache ich es dir lecker. Also, das ist jetzt halt, ne? Schade. Du musst halt in den sauren Apfel beißen. Nein, ich werde nirgendwo reinbeißen. Ja, ich werde es mit Sicherheit auch nicht tun. Tja, da wird wohl nichts passieren. Ich werde das nicht essen. Ja, ich traue dem Typen nicht. So weit traue ich ihm nicht. Vielleicht wachsen mir dann Federn oder eine Hakennase oder ich werde völlig bescheuert. Garantiert werde ich das tun. Nein. Moment. Du bist das Orakel des Winters. Oder behauptest es jedenfalls von dir selbst zu sein? Natürlich bist du schon vollkommen Also, erklär das mal einem Psychologen. Du kriegst eine Schelle auf den Hinterkopf. So, ja. Jetzt ess den Scheiß. Nein. Ich mach dir auch gedünstetes Gemüse dazu. Nein, garantiert werde ich das nicht tun. Ja, dann kommen wir aber nicht voran. Dann muss ich mir was anderes ausdenken. Du bist ja anstrengend. Ich bin nicht anstrengend. Ich bin nur vorsichtig genug, nicht irgendwas zu essen, was mir jemand, den ich nicht kenne, einfach dahin legt. Das werde ich nicht machen. Das kann er voll abessen. Ich glaube aber, das ist doch dein einziger Verbündeter, den du gerade hast. Also neben mir. Du kannst ihn vor allem dafür dann nicht mal später anzeigen. Ich werde das nicht machen.
Gut, dann brauchen wir einen Alternativplan und sollten wir ihm Bescheid sagen, dass der Plan gescheitert ist. Dass auf dem Orakel des Winters kein Verlass ist. Ich habe ihm nie versprochen, dass ich das tue. Naja, du hast quasi mit uns einen Deal gemacht, beziehungsweise mit ihm, dass wir ja quasi Dinge in die Wege leiten. Hat sie da was versprochen? Ich glaube nicht. Naja, du hast halt, also, du hast gesagt, du möchtest gerne was erreichen. Und damit kam dann halt, da müssen wir das und das machen. Ja, das müssen wir dann dafür. Dann haben wir alle gesagt, ja, ist so. Das war eine Übereinkunft und kein Versprechen, vor allem ja, spezifisch dieser Sache. Verlässt er sich trotzdem drauf? Vermutlich, wenn er euch nicht verarschen will. Ja, aber das wissen wir nicht. Ja, that's the fun of it, bitch. Vielleicht sollten wir schöne Obstspieße daraus machen und sie dann in der Uni herumreichen. Und dann kommen die, werden die ausgeschissen wie Golgatal oder so und ich dann weiß, ich haben weiß, wir ganz viel von dem Scheiß rumliegen. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber vielleicht funktioniert's ja auch, wenn es irgendwelche Studenten machen. Es ist aber leider eine rein chimärische Frucht, ne? Sicher? Ja. Die Tüte war echt, der Zettel war echt, die Frucht ist chimärisch. Wenn wir sie zu formschönen Fruchtspießen verarbeiten, wird es keine Fee je erkennen, was das ist. Eine chimärische Frucht. Wie viele chimärische Fruchten kennst du? Ich kenne nur diese eine. Deswegen kann man sie ja bestimmt zerschneiden. Zerschneid sie doch mal und ess sie. Ich kann sie zerschneiden, ja, ich esse sie aber nicht. Stell dich nicht so an, das geht mir ja auf den Keks hier. Du hast ein Versprechen, also du hast ein, du wolltest was von denen, du hast was von denen gekriegt. Jetzt hab den Arsch in Hosen, halt dich an den Scheiß. David, du bewegst dich gerade auf sehr dünnem Eis. Daher bin ich ja bei dir richtig. Eis ist ja auf 3 Meter. Das stimmt. So, ich gehe jetzt nach unten. Viel Spaß. Und ich kann dir gerne auch was zu schneiden hochbringen, aber tu was. Ich geh nur unten. Zu viel holt das Ding. Aus einer anderen Welt? Ja. Also du holst die Frucht? Ja. Okay. Sie wird in der Mitte aufgeschnitten. Ja, da ist ein Kern drin. Der nimmt fast die ganze Frucht ein. Also du musst dir vorstellen, du hast nur... Wie eine Avocado. Nee, viel mehr. Viel okay. Mehr Kern. Du hast nur so 5 mm Fruchtfleisch um den Kern drumherum. Wie gesagt, Kiwi-Größe. Mhm. Zu viel schält mal das Fruchtfleisch vom Kern ab. Ja, der ist völlig glatt, giftgrün und halbdurchsichtig. Und darin siehst du in einer winzigen Wiege ein kleines grünes Wesen, so wie man sich's vorstellt, mit großen flatternden Fledermausohren, mit, da ist kein Fruchtwasser oder was Ekliges drin, ist klar, mit einer dicken, langen Hakennase, einem winzigen Schnuller, einer Haube in leicht zartem Rosa, einem Lendenschurz und einem Knüppel, an den es sein Köpfchen neigt, und es schlummert da. Kann ich's aufschneiden? Nein. Warum nicht? Weil du manche Sachen mit einem Messer nicht schneiden kannst. Ah. Dann tue ich jetzt diesen Kern so in die Kiste. Mach okay. Sie wieder zu. Ja. Okay. Also, ihr gebt der Sache bestimmt jetzt noch bis zum nächsten Tage Zeit. Ja. Ich habe eine ganz klare Haltung, wer das Zeug essen wird. Not me. Das ist okay, warte mal kurz. Am nächsten Tage wird Sophie schon Omelette und Müsli für dich bereitet haben. Sie ist also früh aufgestanden. Du siehst aber, dass in dem Omelette kleine grüne Stückchen sind. Das ist schön.
Diese Stückchen sind im Gegensatz zum restlichen Essen rein chimärisch. Ach. Schön. Ich werde es nicht essen. Mhm. Ich werde es hier hinstellen. Das Müsli ist übrigens safe. Auch das werde ich nicht essen. Ich werde mir was Eigenes machen. Das ist vernünftig. Bevor okay. es mich zu Asche verfällt. Sie nimmt sich die Schüssel Müsli mit ins Zimmer. Willst du mich etwa vergiften? Ja. Das ist in Ordnung. Gut. Wir können gerne auf dieser Ebene weiter miteinander arbeiten. Ich glaube, dann haben wir aber ein Problem. Okay. Sophie, du bekommst ja. gegen Mittag einen Anruf vom Puka. Die geht übrigens mal zwischendurch in der Kiste gucken. Da ist nichts. Okay. Was also denn? Nichts oder nichts? Na, dasselbe wie vorher. Okay. Und wie schaut's? Genauso wie vorher. Warum? Wenn ich das wüsste. Verdammt. Erwarte meine Ankunft bei Anbruch des Nachmittags. Ja, wie auch immer. Bis dann. 17 Uhr steht er vor der Tür. Also unten diesmal. Dann lässt sie ihn rein. Was zur Hölle ist hier los? Ich bin in der Werkstatt. Sie geht nach oben, macht die Kiste auf. Warum? Warum passiert da nichts? Weiß ich nicht. Sie war frisch, sie war gut. Ich meine, sie hatte einen kleinen Makel hier und da. Die Nase fand ich schon immer albern, aber... Ihr habt euch doch nicht etwa an die Anweisung gehalten. Hä? Habt ihr? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was diese beschissene Anweisung bedeuten soll. Hast du das Fleisch der Goblinfrucht gegessen? Bist du völlig verrückt? Ich verstehe das also als ja. Selbstverständlich habe ich das getan. Ich bin ja lebensmüde. Hast du das Fleisch der Goblinfrucht noch hier? Nein. Du hast es entsorgt? Ja, natürlich. Es steht auch in der Küche, ich hab's nicht weggeschmissen. Wie schade, dass auf dich kein Verlass ist. Vielleicht solltest du dich mal klarer ausdrücken. Das habe ich getan. Ich sagte, die Anweisungen stammen von mir. Und die waren doch recht spezifisch. Bring mir deinen Müll. Na los! Du könntest mir einfach mal sagen, was das bedeutet. Was passiert denn dann? Werde ich dann giftgrün? Wächst mir dann eine Nase? Warzen oder was auch immer? Ein jedes Kind außer mir braucht eine Mama oder einen Papa. Und wer den Goblin nicht befreit, indem er das Fleisch isst, der isst Mama oder Papa. Ohne Mama und Papa kann kein Kind außer mir wachsen. Oder auch nur geboren werden. Aha, und was passiert dann? Dann wird es nicht geboren, das kleine Ding. Und was passiert dann mit mir, wenn ich das esse? Du wirst nicht die Mama sein. Und was hat das für Auswirkungen auf mich? Es ist viel mehr als ein Pakt mit dem Traum, der bestätigt, dass du dieses Ding in diese Welt holst. Es ist dein Todesurteil. Jetzt bring mir deinen Müll, damit ich es essen kann, weil du ja offensichtlich kein Vertrauen hast in mich. Dann bist du eben nur Tante dieses Goblins. Soll mir recht sein, dann zieht er dir auch häufiger eins mit der Keule über oder fackelt dich mit dem Flammenwerfer ab. Ach, what the hell.
Was ist nun? Komm mit. Mach doch. In der Küche steht halt noch ein Omelett. Ja, nicht nur ein Omelett, es gibt auch noch diese Schüssel mit Müsli, die noch in ihrem Zimmer steht. Die wird gerecht in 2 Portionen geteilt. Er kriegt eine, sie kriegt eine. Und das Omelett? Hm? Und das Omelett wird auch geteilt? Ja. Okay. Die Hälfte für dich, die Hälfte für mich. Ich war schon immer der Ansicht, dass Mutter und Vater sich nicht wirklich mögen müssen. Dann beißt er kräftig ins Omelett, schluckt es runter, würgt, nimmt den Kopf dabei immer schön in den Nacken, weißt du, wie halt ein dreckiger Vogel, und das Müsli pickt er dann einzeln mit seinem Schnabel. Sie isst es dann auch. Ja, es schmeckt, als bräuchte man Überwindung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sonderlich enttäuscht. Ja, ich, schön, dass du enttäuscht bist. Aber entschuldige, bitte. Ich werde jetzt gehen. Ich werde jetzt gehen, denn die Aufzucht, die solltest du ja wohl gerade so schaffen. Immerhin hast du David. Bis dann, Mami. Und dann jeder. Und wir machen erstmal ein Päuschen. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Fellatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Hallo, da ist er wieder. Also erstmal kann ich auf jeden Fall anraten, dass du dich mit Minnesang beschäftigst, denn das ist einfach mega witzig. Sowohl textlich als auch einfach sprachlich, ist wirklich, also inhaltlich meinte ich, und sprachlich ist es wirklich eine sehr schöne Sache. Leider ist es natürlich selbstverständlich in dem Fall hier bei meinem Unsinn nicht korrekt vorgetragen, aber ungefähr so, ich meine, so weit, wie ich es halt schaffe. Das ist ja nicht, ne? Allein das. Die Verse waren halt völlig anders aufgebaut, weil die ganz andere Reimschemata hatten und ganz anders gesprochen haben. Also vom Sprechfluss als wir. Das kriege ich nicht hin. Da hatte ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Soll ich ja mal den Arsch kneifen. Ich rate des Weiteren, ist verlinkt. Nicht vergesst das. Also ist verlinkt, dass man sich die Übersetzung durchlese. Und zwar vor allem die zweite und die letzte Strophe. letzte ist halt ein bisschen ärgerlich auch tatsächlich, weil anders. Zweite Strophe mit dem Winter, das hat halt übrigens gut gepasst. Ne? Deswegen wollte ich eigentlich genau dieses Teil nehmen. Die letzte Strophe zeigt übrigens, dass es ein bisschen spät Minne ist, weil es da ja dann irgendwie um Ficken geht und dass ich das eigentlich mit dem Satyr gar nicht wollte. Aber, ging nicht anders. Es ist ja nicht so leicht, was Sinnvolles zu finden. Aber ja, gut. Zweitens, ich bin sehr enttäuscht von Sophie. Die will ja nicht mal was für großes Orakel und episches Kampfdasein tun. Einfach mal so Früchtchen essen, gar nicht so schwer sein. Und ich finde, es ist wichtig für ihren Erziehungsfortgang, also sowohl Spielerin als auch Charakter, dass die Leute in den Kommentaren zum Beispiel ihr anmerken, wie enttäuscht auch sie sind, wie sehr sie ihre Kinder vernachlässigt hat, indem man zum Beispiel jetzt schreiben könnte, dass sie keine Rabenmutter ist. Ne? Ist jetzt also wäre eine Möglichkeit. Genau. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.